Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zur Folge 45 von Rohspot TV. Ja, der einsame Mann ist wieder in seinem einsamen Studio. Kamerafrau heute keine Lust für den Hunger, uns zu arbeiten. Nein, wir sind natürlich voll in den Vorbereitungen zur Konnichi und irgendwelche Tauschangebote, Gewinnspielpreise gegen Kamerafrau. Nee, wird nicht angenommen. Du weißt, wer gemeint ist. Ja, wir machen jetzt, fangen jetzt an mit einer bedeutungsschweren Geste. Wir ziehen den Hut. Mhm. Salut. An Efro für diese wunderbare Leistung. Ja, wir können auch gleichzeitig das Sommerwetter verabschieden. Kalendarischer Herbstanfang ist erst später, meteorologischer war jetzt am 1. September. Und ja, damit ist der Sommer wohl vorbei für dieses Jahr und ich kann das tun. Ja, kleiner Co-Moderator, so, du darfst natürlich sitzen bleiben, auch ohne Kopfbedeckung. Ja, was hatte ich gesagt? Hut ziehen, genau. Ja, Efro hat versucht, das diesjährige Qualifikationsturnier für die Ragnarok Weltmeisterschaft, RWC, zu veranstalten. Versucht ist ein gutes Stichwort. Ja, man nehme eine Ragnarok Weltmeisterschaft. Füge ein wenig Efro hinzu. Ja, und bekomme, was bekommt man eigentlich? Ja, genau, nichts. Ist ein bisschen komisch im Moment. Also irgendwie haben sich zwischenzeitlich auch nach einer Woche Anmeldung drei Teams nur gemeldet gehabt. Einige haben demonstrativ gesagt, da nehmen wir nicht teil. Ja, und der Betreiber konnte oder wollte das irgendwie überhaupt nicht verstehen. Alle außer euch, liebe Betreiber, haben es mitbekommen. Mangelnde Organisation, mangelnde Kommunikation, das Organisationsteam, das anscheinend gar kein Team ist. Dann natürlich noch ein Qualifikationsturnier, das mit völlig veralteten Mechaniken gespielt wird. Ein Testserver oder Trainingsserver, den es dann wahrscheinlich auch nicht geben wird für das Team, das siegreich war. Ja, und Postings, die irgendwie darauf schließen lassen, als hättet ihr als Betreiber überhaupt keinen Bock oder keinen Plan. Wahrscheinlich 50-50. Naja, wir wollen nicht lange meckern über das RWC, soll genug sein. Vielleicht gibt es in der nächsten Woche ein paar News. Das koreanische Team unterstützt unseren lieben RoDev bei der Instandsetzung des RWC-Servers. Ja, wir kommen zu wesentlich erfreulicheren Dingen, nämlich zum Newsflash. Efro-Wartung am 30. August. Bei der aktuellen Wartung wurde das Double Drop-Event entfernt, die Kaffer-Operation durchgeführt sowie die WoE2-Stadt geändert. Ein neues Event oder Update wurde nicht aufgespielt. Eingeschränkter deutscher Support auf Efro. In der Woche vom 3. bis zum 7. September wird es keine deutschen Game-Sessions geben, außerdem müsst ihr während dieser Zeit eure Support-Anfragen in Englisch oder Französisch verfassen. Anfragen in deutscher Sprache werden erst ab dem 10. September wieder beantwortet. Iro Spotlight Event Einbruch. Das aktuelle Iro Spotlight Event dreht sich rund um Einbruch. Auch wenn der Smog ein wenig stören könnte, wenn du technische Neuerungen erleben möchtest, musst du auf jeden Fall auch Einbruch besuchen. Der Bahnhof, das Luftschiff, ein Hotel, der gigantische Tower inmitten der Stadt und jede Menge Quests erwarten dich. Mehr zum aktuellen Spotlight erfährst du auf der Webseite von Iro. Den Link zum Thema erhältst du bei uns in den Videoinformationen auf YouTube. Iro-Event zum Semesterstart und Sommerfestivalende. Camille ist aufgeregt, weil das neue Schuljahr beginnt. Gleichzeitig macht sie sich Sorgen um ihren kleinen Bruder. Findet mehr heraus und helft mit, kriminelle Machenschaften in Hugel aufzudecken. Außerdem wartet der letzte Abschnitt des Sommersportfestes auf euch. Wenn ihr die Mainquest absolviert habt, wird zu euren Ehren eine Shining Plant gepflanzt und einige Medals warten ebenfalls auf euch. Mehr zu den beiden Quests erfahrt ihr auf Iro. Den Link zum Thema gibt es bei uns in den Videoinformationen auf YouTube. Karo Updates. In dieser Woche wurden einige Events beendet und kleinere neue gestartet. Außerdem wurden auf dem Sakrai-Server neue Champion-Monster hinzugefügt. Mehr zu diesen Monstern erfahrt ihr gleich in einem kleinen Video. Diese Monster sehen bis auf wenige Ausnahmen so aus wie die normalen Monster. Sie sind jedoch etwas größer, stärker und haben bessere Drops. Das Schöne bei solchen Betreibern ist, ja, tut mir leid, wenn ich jetzt so auf unserem Betreiber rumhacken muss, aber langsam nervt es mich ein bisschen und ich merke, ihr seid auch immer mehr genervt.
Aber das Schöne ist, sie liefern immer gute Vorlagen für zukünftige Dinge. Ja, und wir sind natürlich innovativ bei Eurosport TV. Wir fangen jetzt mit etwas ganz Neuem an, und zwar mit der Wall of Fails. Ja, die Wall of Fails, exklusiv für Evro. Wir beginnen mit diesem wunderbaren Fail von Evro. Ja, wer hätte es gedacht, RWC 2012. Ihr könnt mir mal eure Lieblingsfails von Evro zuschicken. Wenn ihr schon länger Evro spielt, gerne diese, auch die jetzt erst euch vor kurzem aufgefallen sind. Ja, ihr könnt das zum Beispiel tun, indem ihr, genau wie hier, etwas auf einen Zettel schreibt, das Ganze abfotografiert oder einscannt und mir zuschickt. Und dann werden wir unsere Wall of Fails bestücken. Also die Wall of Fails, unsere neueste Innovation. Wenn ihr mitmachen möchtet, würde mich freuen und freue mich mal auf eure Lieblingsfails, die ihr mir dann, wie gesagt, gerne zuschicken könnt. Dann gehen wir mal dieses kleine Projekt an. So, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch Dinge, die wir auf unserem lieben Evro-Server tun können, die wir in Midgard tun können. Und zwar unter anderem die Buy-Shops öffnen. Das sind diese neuen Shops, mit denen ihr Items kaufen könnt. Es gibt ein neues Spotlight, das ich euch hier präsentieren möchte. Ja, die Rohspot-Spotlights, bei denen ich euch immer wieder Themen nahebringe, ein bisschen erkläre, wie das Ganze funktioniert. Dieses Mal geht es um die Buy-Shops. Ja, und in diesem kleinen Video zeige ich euch mal, was es ist, wie es funktioniert und wie auch ihr demnächst selbst Item kaufen könnt, ohne am PC zu sitzen. Hallo, willkommen zu einem weiteren Spotlight von Rohspot TV. Heute zeige ich euch einmal, wie ihr die Buy-Shops eröffnen könnt, die neu mit Renewal hinzugekommen sind. Ja, was sind Buy-Shops? Das sind diese, ihr kennt es ja in diesem Zeichen hier vor, sehen aus wie ganz normale Shops, nur dass ihr mit diesen nichts verkauft, sondern einkaufen könnt. Wir klicken das Ganze mal an. Hier beispielsweise sucht jemand Bloody Branch, Elder Branch und Ogre Tooth. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze geht, dass ihr so etwas selbst eröffnen könnt. Ja, wie ihr seht, gibt es dort auch die Möglichkeit für normale Charaktere so etwas zu tun. Beispielsweise hier in meinem Sniper. Es gibt noch eine andere Variante. Dort müsst ihr oder könnt ihr das Ganze nur mit der Merchant Class eröffnen. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze jetzt hier auf dem Weg? Weil das noch ein bisschen dauert. Ja, wir müssen nach Westmorok. Und zwar in die Taverne, die wir auch schon aus Quests kennen. Da werden wir natürlich nochmal aufgehalten, aber da ja hier etwas Unruhe in Morok ist, ist das kein Problem. Ja, die Treppe runter werde ich euch jetzt nicht begleiten. Wir sehen uns gleich wieder. So, wenn ihr die Treppe erfolgreich
absolviert habt, kommt ihr hier unten in der Taverne an und seht ihr auch schon jemanden am Tisch sitzen. Das ist der Black Marketeer. Den klickt ihr an und fragt euch dann auch, was ihr möchtet. Wir möchten natürlich diese Bulk Buyer Shop License kaufen. Und das Ganze können wir tun für schlappe 500 Zeni pro Stück. Wir kaufen mal eins, sollte erstmal reichen. So, ja, wie gesagt, hier ist die Besonderheit. Es gibt zweimal diese Lizenzen. Einmal ist das hier nun ein benutzbares Item. Das kann wirklich jeder Charakter nutzen. Dafür müsst ihr keine Merchant Class Spieler sein. Und das Ganze funktioniert einfach mit Doppelklick. Und ihr habt hier dann verschiedene Items, die ihr dort in den Shop reinlegen könnt. Schauen wir einmal ins Inventar. Ihr seht hier beispielsweise, dass ihr nicht alle Items kaufen könnt. Ja, Quest-Items zum Beispiel sind ausgenommen. Und wobei hier das Permit geht sogar. Und die Marvelous Metals natürlich auch nicht. So, also ihr habt hier verschiedene Items, die ihr in diesen Shop legen könnt. Für alles, was ihr kaufen wollt, braucht ihr mindestens einmal dieses Item. Wenn ihr beispielsweise Illunium kaufen wollt, legt ihr das Illunium hier hinein, gebt hier die Menge ein, die ihr haben möchtet, beispielsweise 50 Stück. Und dann müsst ihr hier noch einen Preis angeben. Ihr wollt zum Beispiel für 50.000 Zeni kaufen. Dann müsst ihr hier noch, seht hier euren aktuellen Zeni-Stand, und ihr müsst hier ein Maximallimit eingeben. Wir sagen einfach mal 10.000 sollte. Ich weiß nicht, ob er so schlau ist und das merkt. Wir werden sehen. Dann geben wir dem Namen noch dem Shop noch einen Namen, Test, einfach mal und sagen, okay, funktioniert sogar. Gut, 50.000 Zeni sollte so an den Lunium kosten. Wir wollen eigentlich nur 10.000 ausgeben. Das wird nicht funktionieren, aber das ist egal erstmal. Ihr seht auf jeden Fall hier, es ist genau, wenn ihr einen normalen Vending-Shop aufmacht, seht ihr die Items, seht die Anzahl, die ihr noch kaufen wollt, seht die Zenis, die ihr dafür ausgeben wollt pro Stück. Und ja, jeder, der jetzt Illunium bei sich hat und die für 50.000 Zeni an euch verkaufen möchte, kann sie in den Shop legen. Ihr habt sofort das Item und er hat sofort das Geld. So funktioniert das mit diesen ganz einfachen Licenses, die jeder Charakter kaufen kann. Jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze geht, wenn ihr eine Merchant Class spielt. So, gerade haben wir gesehen, wie ihr einen Shop, einen Buy-Shop aufmachen könnt, wenn ihr keine Merchant Class spielt. Jetzt spielen wir mal Merchant Class, und zwar einen Blacksmith. Ausgangspunkt wieder Prontera. Wir bewegen uns jetzt allerdings nach Alberta. Das ist hier die Besonderheit. Und auch da müssen wir wieder in den Westen. Und zwar zur Merchant-Gilde, wo ihr damals schon vom Novi zum Merchant gechanged seid. Das heißt, ihr werdet das höchstwahrscheinlich noch kennen, auch wenn es, ja, wie bei mir, schon einige Jahre her sein wird. Aber ja, also Westen von Alberta. Und wenn wir die Merchant-Gilde betreten haben, dann findet ihr den NPC ganz links hier neben meiner Uhr. Und den können wir mal anklicken. Und das ist Mr. Who. Ja, und ich habe bei Mr. Who diese Quest schon absolviert. Er erzählt euch auch nur ein bisschen was, dass es, ja, ihr diese Lizenz erwerben könnt, um diese Shops zu eröffnen als Merchant Class. Das Ganze kostet euch dann 10.000 Zeni einmalig. Und ihr könnt dann, wenn ihr diese 10.000 Zeni ja, einmalig investiert habt, könnt ihr hier auch diese Lizenzen kaufen. Die kosten euch dann allerdings nur noch 200 Zeni pro Stück. Na, ich kaufe mal. Ach nee, ich kaufe jetzt nichts. Ich habe nämlich noch welche im Inventar. Wir können dann einfach mit Alt-S natürlich wieder unser Skillfenster öffnen. Bei Miscellaneous, bei Sonstiges, habt ihr dann, wenn ihr hier Mr. Who gesucht habt, diesen neuen Skill, Open Buying Store. Den könnt ihr einfach doppelt anklicken, könnt ihr auch auf die Leisten legen, genau wie andere Skills. Ja, und dann habt ihr auch mit eurer Merchant Class die Möglichkeit, diesen Shop zu öffnen. Die Besonderheit hierbei ist erstmal, dass ihr, wie gesagt, die Lizenzen billiger kaufen könnt. Müsst nur einmal investieren. Wenn ihr also viel kauft, lohnt es sich mit der Zeit. Dann habt ihr hier, habt es vielleicht noch in Erinnerung, gerade bei unserem Sniper waren es nur 2 Slots zur Verfügung und hier habt ihr natürlich mehr. Nämlich ganze 5 Slots könnt ihr bestücken mit Items, die ihr kaufen möchtet. Und ansonsten ist es völlig gleich. Ihr könnt hier das Item reinlegen, hier die Menge eingeben, die Zeni, die ihr pro Item bezahlen wollt,
eure Maximalgrenze, den Shopnamen und das war's. Die Besonderheit hierbei ist noch, deswegen wird das weit hier angezeigt, ja, ihr müsst ein bisschen rechnen. Und zwar beispielsweise, noch, wir nehmen mal hier die Flywings, Rechtsklick, Iteminformation, weit 5. Ihr dürft mit der Menge, die ihr insgesamt von Items kaufen wollt und dem Weite, die ihr habt, insgesamt 90% Gewicht nicht überschreiten. Das heißt, 90% von eurem Maximalgewicht minus das Gewicht, was ihr derzeit mit euch rumschleppt, ja, und dann geteilt durch das Gewicht des Items, was ihr kaufen möchtet. Ja, ganz einfache Rechnung eigentlich. Ja, und dann wisst ihr die Anzahl, die ihr maximal kaufen könnt. Und ja, unabhängig davon, wenn ihr hier eine 10-Siegel-Beschränkung eingegeben habt, ja, ihr könnt hier bis zu 9999 Items eingeben. Wenn ihr genug tragen könnt, ist das kein Problem. Und wenn ihr dann noch genug Geld dabei habt, ist auch kein Thema. Ansonsten wird so lange verkauft, bis eure Grenze hier erreicht ist. Und dann, ja, war's das, wird euer Shop geschlossen. Ihr habt die Items, eure Verkäufer haben sofort das Geld. Ja, schöne Sache, wenn man mal einen Shop aufstellen möchte und nicht am PC sein kann. Früher lief das nur mit Chats, jetzt doch erheblich einfacher. Das war, wie gesagt, das aktuelle Spotlight. Wenn ihr auch Themen habt, die ihr besprochen haben möchtet, einfach kurze Mail schicken oder bei Facebook oder Rocards oder wo auch immer kontaktieren und dann wird euer Thema auch im Video umgesetzt. Was? Schon fertig? Oh, das ist ja super. Ja, klasse. Ja, direkt her damit. Klar. Ja, mein kleiner Knopf im Ohr hat mir gerade verraten, wir haben etwas ganz Tolles, etwas Exklusives zugespielt bekommen, nämlich die Rohfassung des neuesten Afro-Werbespots. Ja? Neue internationale Variante. Monsieur Lerreur hat uns freundlicherweise diesen neuen Werbespot zugespielt. Ja, hören wir doch mal rein. Welcome, ladies and gentlemen, to our server. On the left side, you will find the game Ragnarok Online. On the right side, you will find our iShop. Just take a look around and some items. There's also a forum on our homepage, but please don't... There. I mean, we like to read your feedback, but our opinion is fixed. If you have any question, don't hesitate to contact our qualified team. Now, we wish you a lot of fun in the world of Ragnarok Online. Yeah, it's magic. Hey, ich stand gerade noch nicht hier. Gut, ne? Mhm. Ja, zu was man diese Pausen noch alles nutzen kann und in dieser Kürze. Ich bin noch ja, schneller als der Blitz. Ja, was wollte ich euch sagen? Ach so, genau. Ja, also wir haben natürlich diese Dose hier nicht ohne Grund, nämlich ganz viele Leute dort auf Zetteln geschrieben. Ihr habt nämlich alle teilgenommen an unserem wunderbaren Gewinnspiel aus der letzten Folge. Es ging einmal um das World of Warcraft Add-on Mist of Pandaria mit den neuen Pandas durch, ja, World of Warcraft reisen per Kung Fu, die Gegner totknuddeln. Ja, und dann gibt es natürlich noch unter allen Einsendern dann zusätzlich noch 2 Mauspads von Diablo 3 verlost. Ja, die exklusive Steel Edition oder Steel Series, wie auch immer das Ding heißt. Ja, dann wollte ich euch natürlich sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen Meldungen bei Rocards, bei Facebook, per E-Mail. Die neuen Facebook-Fans, herzlich willkommen. Ja, ihr seht schon, Großpot textet euch nicht zu mit allen möglichen Statusmeldungen. Vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr, allerdings nicht so wie andere Projekte, 5 Meldungen pro Stunde. Nee, muss nicht sein. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr Fans bleibt. Und wenn ihr in eurem Freundeskreis noch so circa 3 Fans auftreiben könntet, hätten wir sogar die 100 bei Facebook geknackt. Super, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Vielen Dank, wenn ihr uns auf YouTube verfolgt. Ja, freut mich. Was soll ich dazu sagen? Also super. Und definitiv gibt es auch mehr Videos, mehr Folgen. Dann gibt es natürlich auch exklusiv von der Konichi Bilder und Videos und so weiter. Also ja, freut euch schon mal darauf. Und ja, jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr gewartet habt, denke ich mal, zur Auslosung. Wir machen das ganz professionell. Wir machen das beim Lotto. Die haben da so ein Ding, wo die damit so drehen können. Ne? Ja, das haben wir nicht. Dafür sind wir zu arm. Ne? Vielleicht sollte ich das mal crowdfunden, so eine Lostrommel. Ja, wenn ihr nicht wisst, was Crowdfunding ist, geht mal auf Kickstarter. Ich glaube, kickstarter.com. Ja, dann machen wir mal eine Lostrommel für Rosport TV. Weil die Zeit mit blöden Gelaber überbrücken kann. Ich sollte Radiomoderator werden. So, wir werden diese Dose jetzt öffnen. Könnt ihr euch davon überzeugen, da sind Zettel drin. Und ich werde jetzt
ich weiterhin natürlich ansprechenden Überbrückungstexten hier ansprechen. Ne? Und dann ziehen wir drei Namen. Eins und zwei und drei. Dose weg. Und dann wollen wir doch mal anfangen. Und zwar, ja, Trommelwirbel. Gewonnen hat dieses exklusive World of Warcraft Add-on, was dann im September per Amazon zu dir geschickt wird. Mhm. Ingrim, herzlichen Glückwunsch. Jetzt gibt es natürlich einen Interessenskonflikt. Ne? Also mit Ragnarok No Saishi, eine der mitältesten und besten Fanseiten von Ragnarok Online und jetzt World of Warcraft. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt kommen wir zu den Mauspads. Mhm, kann ich nicht aussprechen. Keine Ahnung. Du hast mir auf Facebook geschrieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Mauspad in der Steel Edition, wie auch immer, von Diablo 3 ist auf dem Weg zu dir. Wenn du mir eine Adresse schickst per Facebook, Rohkarts oder per E-Mail. Und als letztes Blitzbogen. Herzlichen Glückwunsch auch zu dir. Wird es dann ein Päckchen, wird sich auf den Weg machen zu dir? Ja, bitte auch die Adresse schicken per E-Mail, entweder an admin@robin-spot.de, per Facebook, per Rohkarts und ja, dann machen sich die beiden Mauspads auf den Weg mit dem Add-on an Ingrim. Das dauert noch ein bisschen. Du wirst es wissen, im September das Ganze dann per Amazon direkt zu dir. Bitte auch einmal die Adresse schicken. Ja, und dann kann es im September losgehen. Ich werde das im Auge behalten. Wenn wir dann Ende September keine News mehr bei No Saishi sehen, dann weiß ich, du spielst World of Warcraft. Hm? Ich werde dann einen Daumen nach unten posten bei Facebook, mindestens. So viel dumm Geschwätz gibt es sonst nur in der Sportschau. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Woche, einen schönen Sonntag, einen schönen Spätherbst. Nächste Woche soll es wieder schön werden. Ja, und es ist eine gute Überleitung. Vielleicht melde ich mich mit einer kurzen Folge nächste Woche. Ansonsten seht es mir nach, ich bin auf der Konichi unterwegs. Die Karten für unsere Konichi-Gewinner sind auch unterwegs. Und vielleicht gibt es auch ein Ragnarok-Treffen dort. Ja, ich werde die Augen offen halten. Ihr könnt mir einmal schreiben, wann ihr dort seid, wo ihr dort seid. Und an drei Tagen sieht man sich bestimmt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch, wie gesagt, schöne Woche. Eine schöne Konichi oder ein schönes nächstes Wochenende und wir sehen uns dann irgendwann in den nächsten zwei Wochen wieder, dann auch mit Eindrücken aus Kassel und ja, vielleicht auch einem neuen Gewinnspiel und in einer anderen Information. Ja, lasst euch überraschen. So, genug für heute, das war's. Löwenzahn, ihr wisst, ne? Abschalten.